Okay, hier ist nichts weiter. Ich hätte, wir müssen da runter. Hi! Ja, Munition. Voll! Perfekt! Tut mir leid. Oh, perfekt. Einmal spritzen bitte. Oh! Was geht mit dem? Ich will mal das Treten ausprobieren. Ich will das Treten ausprobieren. Joseph, kommst du? Ach, der ist tot. Ey, somit kann man super mal Munition sparen, möchte ich sagen. Hab da nichts übrig gelassen für mich. Menno. Ich wollte das mit dem Treten ausprobieren. Naja, gut. Was ist das? Sieht ziemlich komplex aus. Wer stellt hier so eine Bombe auf? Meinst du, wir kommen daran vorbei? Halt Abstand. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass, wenn er das entschärft, wir ihn verteidigen müssen. Was ist das für ein Geräusch? Ich dachte, es wäre irgendein Gerät. Joseph, nach dem, was mit Connolly passiert ist. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Okay, lass uns einfach hier abhauen. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja. Also ist er scheinbar auch infiziert. Mir geht's gut, keine Sorge. Wir wären am besten einfach so beim Headshot und tot. Können Sie sich lassen, da einfach da unten. Bis ich ein Heilmittel gefunden habe. Dann komme ich zurück. Ja. Gut, er kommt hinterher. Da. Ja, damit. Mission. Und Streichhölzer. Er ist auch da. Oder? Freiheit. Aber ich will erstmal hier hin. Wir müssen weiter. Nein. Heute nicht. Bus! Gibt hier kein Castellano-Tagebuch. Was ist das für eine Scheiße? Egal, gehe ich halt zurück zur Spiegel-Dimension.
Was ist hier los? Story-Elementen irgendwelche noch reinkommen. So, was ist hier los? Mann, ich will keinen Revolver haben, ich will auch so eine M1911. Wo ist die Frau hin? Was willst du? Lass mich los! Lass mich los! Darf ich wieder gehen? Ich wollte eigentlich... Gut. 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 Hey! Gut! Sie sehen gar nicht gut aus. Passen Sie auf sich auf. What is going on? Ich schwör's dir, Frau, ich schieß dir so hart in den Kopf, wenn du irgendeine Scheiße machst. Ja, noch einen Schlüssel. Oh, cool. Das bleibt sogar. Nice. Schau mal hier. Wie viel? Oh, der kam spontan. 5000. Tja, geil, Mann. Ja. Gleich mal investieren hier. 16.000 instant. Wow. Auf jeden Fall. Plus 36% nur. Oh, Scheiße. Feuerradar, Schadensmanipulator. Ist das. Okay, Schaden vielleicht schon. Aber ich muss sagen, Feuerrad ist das einzige, wo ich mir denke, ey, wozu? Ich finde die Feuerradar vollkommen in Ordnung. Schockbolzen. Die haben wir gerade richtig gut eingesetzt. Ich würde auch sagen, Kältebolzen. Explosiv bitte. Na komm, nehmen wir Harpune auch noch mit dazu. Und nicht genug. Feuerrate brauche ich so absolut gar nicht. Na komm, Schaden können wir nicht leisten. Wie man wahrscheinlich mitkriegt, es ist so, ich kann mich nie auf etwas spezialisieren, wenn ich absolut keine Ahnung habe, dass diese Spezialisierung genauso funktioniert. Aus diesem Grund bin ich so, dass ich immer so nacheinander alles gleichmäßig einigermaßen hochlevel. Diese Strategie,
Ich weiß, dass es eigentlich relativ dumm, dass es schlauer wäre, sich auf etwas zu spezialisieren. Aber im Endeffekt denke ich mir, ob ich jetzt auf Geschwindigkeit gehe oder auf Schaden. Sieht das, finde ich gut. Es macht in der Hinsicht so wenig Unterschied, weil ob ich jetzt so viel Schaden in der Zeit mache oder so viel weniger Schaden in der höheren Zeit, das nimmt sich eigentlich zu wenig. Deswegen ist es so, auch wenn ich das gleichmäßig mache, zumal ganz ehrlich, ja, es gibt halt Sachen, wo ich mir denke, wozu? So Nahkampfschaden auch. Wenn Gegner getroffen werden, das ist, wann habe ich das mal benutzt? Okay, bei dem einen Unsichtbaren. Da war es auch schlau. Und ich glaube mit der Axt. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Aber auf jeden Fall, will ich jetzt zu sparen. Und das nächste werde ich dann auch wieder auf Nachladegeschwindigkeit. Also Nachladegeschwindigkeit kann ich mir schon vorstellen, dass das wichtig ist. Innere Tiefen. Das ist immer noch Kapitel 5. Ich gehe mal wieder hier hin. Es scheint ein längeres Kapitel zu sein diesmal. So. Mach mal auf. Da sind noch Munition. Aber ich bin voll. Und da kommen wir. Da lang müssen wir. Oh. Hier haben wir wieder einen Kontrollpunkt. Kidman! Holt mich aus diesem Ding raus! Warte! Wieder ein Falle! Da! Na toll! Um einiges repariert. Joseph, bei dir alles gut? Ja, mir geht's gut. Du solltest lieber runterkommen. Warte, ich komme. Ach, abgeschlossen, alles klar. Oh, abgeschlossen. Na gut. Joseph, ich komme. Shotgun. Granate hinschmeißen. Der reicht das ja. Kabum. Da kommen sie. Wie viele von den Dingern sind das? Alter, das ist doch. Was ist das? Warum treffe ich nicht? So, zack. Bam. Ha. Neben. Oh. Warum lädt er nach? Weil ich leer geschossen habe. Abstand gehen. Danke. Oh, Axt. Aua! Arschloch. Achtung, wir haben Dynamit. Wuss! Vorsichtshalber. Munition. Axt. Ne, Axt lasse ich ihn liegen. Ja, was sollen wir machen? Mäuschen. Nehme ich mit, das nehme ich mit. Mit dem bin ich voll. Sebastian, sie sind über uns. Sebastian! Oh Gott! Warum nennt er ihn so? Oh. Oh, 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 ich lauf doch dahin! Eieieiei. Hallo, Püppchen. Jetzt hat mal eins in die Fresse.
sollen wir das Ding denn... Komm schon! Oh, was denn? Mach mal nicht so einen Stress hier, Mädchen. Mach mal Licht an hier. Ja, damit. Oh. Nice. 36%, Leute. Ja. So wird das gemacht, Jungs. War das alles? Da ist noch was in der Nähe. Sicher. Es kommen noch mehr. Tatsache. Spiel nicht den Helden. Zurück. Wow. Oh mein Gott, danke. Oh, die haben Maske. Finde ich scheiße. Deswegen. Wait a second. So. Hallo. Alter, sag mal, Alte. Bleib mal leisure. Die drehen alle gleich ab. Wunderbar. Hier lag doch irgendwo eine Axt. Ich will die Axt haben. Alter. Wow. Nein. Perfekt. Oh, Axt. Jetzt hab ich die Axt. Nice. Achtung, die haben Dynamit. Schon wieder. Ja, und wie? Verdammt, das war knapp. Dahin. Das solltest du dir mal ansehen.